Thema heute. Eine etwas anspruchsvollere, aber eine sehr tolle Funktion, sobald du sie beherrschst, ist der Umgang mit dem Geodreieck oder dem Lineal. Unter Tools findest du hier unten eine ganze Abteilung Lineale. Dazu gibt es einen Winkelmesser, ein Lineal, ein Geodreieck und da ist auch der Zirkel. Wir nehmen mal das Geodreieck. Wenn ich das Geodreieck auswähle, erscheint das Geodreieck an meiner Tafel. Wenn ich den Pfeil ausgewählt habe, kann ich das Geodreieck hinschieben, wie ich es möchte. Es ist jetzt aber dummerweise verkehrt rum, wie ich damit gerne arbeite. Dazu brauche ich zwei Finger. Wenn ich die nehme, kann ich das drehen, wie ich es möchte. Und wie auf einem Tablet vergrößern und verkleinern. Ich möchte jetzt also hier eine Grundlinie zeichnen. Dazu lege ich mein Geodreieck hin und gehe auf den Stift. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich zeichne. Denn wenn ich hier zeichne, sehe ich, dass mein Stift sehr wackelig ist und sich nicht wirklich an das Lineal hält. Gehe ich also noch einmal zurück. Um eine gerade Linie entlang des Geodreiecks zu machen, gehe ich auf diese gepunktete Skala, gestrichelte Skala. Gehe also hier auf die 0 und fahre bis hinten zur 7. Dann erscheint eine absolut gerade Linie und ich kann anschließend das Geodreieck wieder wegnehmen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den Winkel von 45 Grad einlegen, dann muss ich jetzt das drehen. Dabei muss ich aufpassen, dass ich das Lineal nicht größer und kleiner mache, sonst stimmt nachher alles nicht mehr. Das ist etwas doof gelöst. Aber jetzt gehe ich hier auf 45 und dann gehe ich wieder hier entlang dieser Linie und habe einen richtig schönen Winkel mit 45 Grad. Das ist die Arbeit mit dem Geodreieck. Noch einmal. Mit einem Finger kann ich ihn, das Geodreieck, verschieben. Mit zwei Fingern kann ich es vergrößern und verkleinern und drehen. Ein Klick auf das X und das Geodreieck verschwindet wieder.